Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein paar Missionen angenommen, Aufträge meine ich. Und ja, sehr weit gekommen sind wir eigentlich noch nicht, aber wir haben wenigstens schon mal ein paar angenommen. Und ja, wir sind jetzt gerade dabei, uns um eine und indirekt zwei zu kümmern, und zwar einmal hier für diesen Arzt hier so ein B-Motor zu holen, was wir wahrscheinlich von dem B-Mod kriegen, dass wir ja ganz offensichtlich bekämpfen müssen in diesem Auftrag hier. Und ja, dann machen wir mal, ne? Gucken wir mal, ob wir überhaupt kaputt kriegen. Überhaupt, ich komme da oben nicht dran. Das kotzt mich schon mal an. Und ja, mal sehen. Oh, ich habe schon 3000 Schritte. Da, wo ist denn das Viech? Oh, Vorsicht, Welt. Nur keine Zurückhaltung. Ich bin bereit. Der tritt dir einfach. Ich sollte mich mal um die Fähigkeiten hier kümmern. Von denen. Wir halt auch hinter uns haben. Die Schere ist, glaube ich, ein bisschen doof. Weil er ist so langsam. Ich meine, er macht, glaube ich, viel Schaden, aber das ist ein bisschen doof. Ich hätte lieber so meinen. Mein Dauerschaden. Bonk. Das war ein gutes Training. Ich habe mich wieder ausgesehen hätte, wenn ich schon vorher gehabt hätte. In seinem Solo-Run, aber ich nehme an, da hätte man ihn noch nicht kommen können, ne? Weiß nicht. Gut, weiter. Materialmäßig habe ich ein, zwei Sachen umgeändert. Ich habe, glaube ich, tiefer behandeln gegeben, weil Barrett und tiefer Barriere, glaube ich, ausgerüstet hatten. Und ja, habe ich eine Barriere mit Behandeln ausgetauscht, weil warum nicht, wegen Leveln und so, ne? So, müssen wir echt den ganzen Weg hier reinlaufen, ne? Für das Viech. Also noch nicht, wo wir kämpfen könnten. Ich glaube, da müssen wir hin. Da konnten wir gar nicht hin mit Barrett vorher, wenn ich mich nicht irre. Mal gar nicht mehr runter. Das ist eine Truhe. Ich habe ihn nie verpasst. Mega Trank. Okay, dann gehen wir hier lang. Mit der Tür ertönt ein lautes Geräusch. Lass mal sofort dahin gehen. Ja, und jetzt haben wir wahrscheinlich einen großen Raum hier, ne, zum Kämpfen. Ja, sieht sehr groß aus. Ja, da ist ein Behemoth. Und das ist mehr oder weniger Behemoth Type Zero. Warum kann ich das nicht analysieren? 40.080, ist das stark? Und das hat Kampfthema. Behemoth Horn. Magischer Ring. Gehen wir mal auf das Horn. Ah. Wird jetzt ein ganzer Bosskampf hier, ne? Komm her. Die wirkungslos. Das Viech überhaupt schon bekämpfen? Ich glaube doch nicht, mal einfach den Angriff. Warum werde ich überall von B-Mods verfolgt, ey? Dauntless, dann Monster Hunter World, mein englischen Kanal, wo ich immer noch nicht das B-Mod besiegen kann, weil das einfach so kacke ist zu bekämpfen, weil du wortwörtlich andere brauchst, um das zu bekämpfen. Ja, stark Resistenz, Immun, Schlaf, Fertigkeiten, was? Kann sogar cool. So, tun wir mal ein bisschen fancier spielen. Meine Fantasy 15 muss auch gegen B-Mod kämpfen zu irgendeinem Zeitpunkt. Was war das jetzt? Warum sind die so schnell kaputt gegangen? Barrett hat den Feind provoziert, er lebt noch, sehe ich gerade. Wir provozieren mal.
Auf Tifa lebt auch noch, sehe ich gerade. Megatrank auf Tifa. Doch, der Aufruf ist um. Irgendwie kriege ich das Ding nicht. Wir haben ja schon. Boah. Aber wir sind natürlich auch immer so krass drauf. Zieh dich zurück, ich schaff das schon. Autsch. Oh Mann, der macht mich fertig. Ja, danke. Geh weg! Geh weg! So, na, sie hat kein Dings. Warum kann man eigentlich rollen? Das bringt überhaupt nichts. Gib mir dein Horn. Hey, das ist doch jetzt nicht wahr. Also, boah, ich kann jetzt keinen meinen. Wolfcrap. Ich bin noch nicht mal nah dran. Ah, shit. Amok, ist ja super. Was soll ich dagegen machen? Also ich habe echt irgendwie geplant, den, weiß ich nicht, wenigstens nur zu schwächen, bis Saturn nur abzuhauen, aber ich glaube, das wird auch nicht. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt schon wieder? 1500, ja super. Ne, den schafft man nicht, glaube ich nicht. Fängt ja schon mal geil an, der Part. Das heißt, boah, ich glaube jetzt nicht, dass ich so viel höher gelevelt werde im Laufe der Zeit, dass ich das Viech besiegen kann dann irgendwann. Ich habe den ja nämlich nichts an Schaden gemacht. Also ich hab wenigstens geplant, hier das Horn abzuhauen, aber das geht irgendwie auch nicht. Ich sag für. Warum sind ja die Hälfte meiner Angriffe wirkungslos? Da verstehe ich nicht. Mir gefallen die Bosskämpfe echt nicht in diesem Spiel. Du hast keine Ahnung, wie immer was los ist. Wirkungslos, ja. Ich mache die Beine eben kaputt. Nehme ich an. Ja, guck mal, er macht viel mehr Schaden, ja. Ich brauche hier meine Regie auf Box 2 ATB einheiten. Ja. Müssen wir jetzt sagen, weil ich das falsche Ding angegriffen habe, dass wir dafür deswegen auch besser bekommen haben, ne? Vorsicht ist besser als Nase. Lass mich mal. Dann mache ich eben den. Ja, jetzt ist er wieder im Dings. Geil. Ich bin bereit. Ja, als ob ich das abwehren kann. Ich kann es mal versuchen. Kann ich dich irgendwie abkühlen? Keine Ahnung. Versuche ich jetzt einfach mal hier. Versuche jetzt alles mal. Immun. Das ist ein echt blöder Moment, jetzt gerade keine MP zu haben, ne? Alter. Okay, das ist doch nicht so krass. Da für ein Dreck, ey. So,
Du Megatrank. Wenigstens kriege ich den jetzt ein bisschen down. Vitra auf dich. Barmut Type Zero, machst du jetzt hier einen auf Barmut? Ich habe glaube sogar Barmut gesagt, ne? Mein B-Mod klingt aber fast gleich. Das hat eine Anspielung an Final Fantasy 7 Original. Unterkörper ist auch zerstört. Die Hörner gehen ja gar nicht kaputt. So, weiß nicht, Barriere auf tiefer und Barriere auf dich. Habe ich das nicht schon auf ihn eingesetzt? So, Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Die Barriere hat es voll gebracht. Soll ich die Hörner kaputt kriegen, ey? Ich nehme an, wir kriegen die so oder so, ne? Da fällt mir gerade ein, ich habe ihn noch gar nicht analysiert. So, aber wir kriegen B-Mod und danach, ne? So, da merke ich gerade, tiefer muss noch klauen. Hey. Ich bin bereit. Nicht gut, wenn Clown nie funktioniert. Das ist ja immer der Fall ist, in Final Fantasy zu spielen. Konter. Boah. So, aber wir haben so halbwegs Kontrolle über diesen Kampf. Habe ich so das Gefühl. Ob das jetzt so eine gute Idee war. Shit. Einfach weg. So, irgendwie kriegen wir jetzt aber nicht mehr so dolle Schaden, ne? So, ich hatte erstmal meinen Mund. Ah, was? Oh mein Gott, ehrlich? Hat er noch genau gesehen, wie? Erstmal bist du aufgehört, hier zu ragen. Ja. Geil. So, jetzt. Das warten, bis sie wieder aufsteht. Wir sind jetzt hier noch ihr Überlimit, ey. Ich zähle auf dich. Oberkörper. Stirb. Als Barrett. Nicht töten. Ich will jetzt gerne noch das Ding hier klauen, ne? Wenn es geht. Das gibt's jetzt nicht. Klaut. Wie? So, Barrett. Megatrank auf dich. Auf die ganze Zeit. Er kann gar nicht aufstehen, weil sein Oberkörper kaputt kriegt, kaputt ist, und wir kriegen trotzdem auf die Fresse, Mann. So, Cloud. Mein Gott. So, jetzt hat mich klauen, verdammt. Alter, wie viel Schaden das macht. Danke. So, Barrett, hol den kaputt. Noah. Aber die beiden Dinger sind jetzt wieder. Oh, komm mal her. Horn. Oh, das ist Bullshit. Er hat gar keinen Schaden gemacht, ehrlich.
Er ist auch voll bescheuert. Mein Gott, ey. Ja, toll, hat keine Limit-Attacke einfach abblocken, als wäre nichts. Super. Ja, welches Teil hat denn ja weniger Schaden schon? Am meisten Schaden, meine ich. So, egal. So. Cloud. Noch Barrett, hast du noch? Barriere. Tiefer, bitte. Aber Modus, okay, ich verziehe mich. Ich mich mal kurz hochgehalten habe. Ja. Ja, geht doch mal weg da. Ja. Geh weg. Au. Okay, ein bisschen konzentrieren ja gerade. Nein! Oh Gott. Doch, niemand kann jetzt hier gerade heilen oder so. Geil. Komm her. Schlitz. Und du jetzt auch. Boom. Ich weiß nicht, was ich hier gerade angegriffen habe. Egal. So, Barrett. Nein, Barrett. Auf Keeper. Wenn Unterkörper nur einmal runterkriegen, wäre sehr gut. Okay, Cloud. Ah, danke. Diesen Angriff. Barrett, nicht verrecken, bitte. Gott. Ich habe keine. Verreck! Hartweg. Nein, nicht im Amok losgehen. Wir hatten nicht doch fast. So, alle Heilung. Bitte. Ja, auf dich am besten. So, du halt Barrett hoch. So ein Katakat. Barriere und so drauf. Nein, geh weg. Ne, warte mal. Jawohl. Der Unterkörper war gerade kaputt. Das mache ich auch noch kaputt. Wenn es geht. Oh. Der hat gut Schaden gemacht, der Angriff. Und wir sind alle weg. Tiefer, einmal dich am besten. Sehr gut. Oh, was? Oh nein, ich weiß, was kommt. Metroiden. Da machen wir Mods manchmal. Gott. Oh Gott. Alter. Ich wusste, da kommt noch irgendwie was runter. Ey. In den Final Fantasy Spielen ist es so, wenn Behemoths sterben, dann tun die manchmal irgendwie noch einen Komet oder einen Meteoroiden rufen, bevor sie sterben. Und das war dabei jetzt aber nicht so krass wie in anderen Spielen oder in Monster Hunter World. Hier ist nichts mehr, ne?
Okay, war ein krasser Kampf. So, wir haben Dings bekommen, Behemothorn und magischer Ring oder irgendwie so was. Wahrscheinlich schon wieder was ist, was wir haben, ne? Pass auf. Was hat hier was? Ah, hat er mal bekommen. Wo bist du? Ich soll eigentlich ganz unten sein, ne? Komm. Da war doch Behemoth Type Zero, ja. Magischer Ring. Heißt der Teil. Wusste ich doch. Und müsste hier dann sein, ne? Verlängert die Effekte von positiven Zustandswendungen, die auf einen eigenen Charakter gewählt werden. Na. Okay. Dann halte ich mal L1 gedrückt. Und dann gehen wir zurück zur Oberfläche. Dann können wir weitermachen mit einigen Sachen. Den Typen, genau. Den können wir zum Beispiel aufsuchen für unsere Belohnung. Für diese 200% Schock-Vision. Ich habe so ungefähr, wir kriegen ein Schwert davon. Das hört sich an wie ein Schwert. Uri Ganashi oder irgendwie sowas. Uganashi. Uga Chaka Chaka. Okay. Gut, haben wir überhaupt Erfahrungspunkte bekommen? Ja, ne? Von diesem Kampf jetzt hier. Ich hoffe doch, aber gar nicht so, so einfach. Ey. So, okay, da, die, der eine Typ da auf der Bank und der andere, der da gerade am Heulen ist. Ich habe jetzt gerade was vollkommen anderes gesehen auf den allerersten Blick. Ich entschuldige mich für meine schmutzigen Gedanken. So, ich muss noch mal gucken, ja. Hier steht nicht, ob war Erfahrungspunkt oder so, ne? Gut, hi. Ihr habt das geschafft? Wirklich? Danke. Jetzt kann die Bürgerwehr endlich aktiv werden und den Leuten helfen. Ihr habt sicher alle hilft den Leuten. Haltet durch. Machen wir. So ein paar Tiefschläge kriegen uns Leute in den Slums nicht klein. Ach ja, hier ist ein kleines Zeichen meiner Noch eine Waffe für Bird. Ich habe noch nicht mal seine andere gerade gelevelt. Na, unsere Dinger wurden geheilt, alle Sachen. Okay, cool. Ich meine, wenigstens was cool ist, ne? Ist wahrscheinlich auch wieder Nahkampf, ne? Ja. Dann stehen wir zu einer Faust im Boden und schneidet zu Gegnern in den Wirkungsbereich in die Luft. Bis ich das erstmal alles hier lerne, ne? So, gehen wir jetzt als nächstes hin. Eingestürzte Schnellstraße, da ist eine Sackgasse, gehen wir mal da rein. Ich glaube, da kommen wir gar nicht irgendwo großartig hin, ne? Oh, hey, cool. Vielleicht ist da hier einer Schokobus, ne? Warten wir mal in der Kirche. Ich glaube. So. Schon gewundert, was ist mit der Musik los hier? Ich laufe einfach hier durch mal. Also nicht. Vielleicht finde ich ja noch geiles. Soll vielleicht ein paar Gegner hier neu plätten. Damit ich die ganzen Fähigkeiten hier mal lerne. Immer hat auch mal hinter uns. Da haut die mal nicht so schnell kaputt, ne? Bonk. So, Energiehaken. Bonk. So, falsche Richtung. Gut gemacht, Barrett. Ja, ich habe so das Gefühl, Level werde ich brauchen hier. Einige Frust zu ersparen bei einigen späteren Kämpfen. Wenn die genauso schwer werden wie das Viech gerade. Das ist irgendwie unnormal, ey. Wie schwer das hier manchmal ist.
Aber ich dachte, da würde explodieren, wenn ich das schlagen würde. Er sagt nicht, da hinten sind schon wieder die. Ein interessanter Kampfstil. Den Nahkampf. Der Nahkampf. Du hast jetzt gerade meinen Angriff abgebrochen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Warte, wo kommt der her? Du hast mir gerade Geld geklaut. Zack. So, und zack. Geschicklichkeitsbonus. Ja, voll schmerzhaft sein. Ey. Kommt einer und sticht einem mit der Schere. Ja, voll geschöpft. Stimmt mit dir nicht, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. Wer ich? Du bist irre. Du bist ein Freak. Ein Freak. Ich hab so viel Game Grumps in letzter Zeit geguckt. You're a Freak. Mario zu Bowser. Dalvin. Nein, ich bin noch mit Barrett. Oh, au, was? Jetzt schon wieder passiert, Mann. Ich warte ab, bis ich meine Schere nachgeladen habe. Nee. Bonk. Das war abzusehen. Ich mache das hier alles nur in der Hoffnung, dass ich vielleicht hier einen Schokobo finde, ne? Deswegen glaube ich hier durch. Aber ich glaube, ich habe da nicht so viel Glück. So groß ist das Gebiet hier nicht, ne? Haben gegen Belmont gekämpft, okay, der Rest kann ruhig ein bisschen ruhig sein. Ihr habt das bekommen, was ihr auf dem Thumbnail vom Titel hier versprochen habt. Versprochen bekommen habt. Der Rest ist egal. Und jetzt, wo wir darüber reden, Chocobo. Kawi, Kawi. Okay, okay. Chill. Was? Tantenschweif. Und die halt natürlich wieder volle Mörder aus, ne? Richtig mal gegen einfache Gegner gekämpft, ne? 5000, ne? Ich nehme an, alle von denen, ne? Das heißt, die haben schon fast so viel AP wie der B-Mod. So zusammen kombiniert. Auf wie du. Brichst das jetzt von mir ab. So, dich haben wir schon mal gelernt hier, alle Sachen. Sie hat, glaube ich, noch eine Fähigkeit, ne? Oh, cool. Manchmal schlecht. Ah, ihr habt nichts zu klauen. Ja, voll überpowered. Kann ich ja irgendwie die ganze Zeit hier einfangen mit. Was? Ja, voll schnell weggegangen. Hier, weiß ich nicht. Klaut. Nochmal. Ey, boah, die sind alle an einem Ort. Du wirst ja wohl treffen können, ne? Was ist das denn, ey? Okay. Deswegen klonen sich selbst, wenn sie beim Tanzen eingeschüchtert werden. Ich habe zuerst die Klone und die PS Original. Was? Die haben sich doch nicht geklont, oder? Oh Gott. Matz hat ja anfällig gegen gar nichts. Geil. Du bist ein Freak. Und Magie bringt auch nichts. Nein. Aber die machen mir auch irgendwie gar keinen Schaden. Also. Keine Ahnung. Hier. Biora, was weiß ich. Vergiftet euch, was weiß ich. Sieht aus, als wenn das funktioniert, ne?
Zentrale. Ist das recht? Ne, um uns besiegt. Du bist jetzt, aber irgendwie hat er nicht gepasst. Dann übernimm. Überlass das mir. So. Das haben wir auch schon mal gelernt. Gut. Hey, was ist das? Wie sind denn so schnell die irgendwie was machen dagegen? Das ist ja kacke, ey. Warum ist jeder Gegner irgendwie so kryptisch, ey? So. Probier, nimmt hier von außen voll wenig Schaden. Das gibt's jetzt nicht. Aber ich merke gerade. Nein, nicht Regina. Alter. Aero gar. Geh mal weg, ey. So, jetzt, wo ich auch gemerkt habe, das Bio funktioniert. Warte mal, der ist aufgegriffen. Ja, super. Alter. Na. Ah! Geh weg von dem. Rammt er einfach beide so um. Maximale Wut. Ah, als nichts bringt. Untersuchung von Subspezies. Alles klar. Alter, ey. Ah, oh, das hat ein nerviger Kampf, ey, für so drei Viecher, ey. Leute. Komm, die bekommen euch mal im Schockzustand irgendwie, ja, Schaden, ey. Ist doch gut, okay. Wie sieht das meiner an? So, Barrett. Immer vergiften, sollte erstmal nicht vergiftet. Also platt, was? Sind alle von denen noch am Leben? Ich dachte, ich habe wenigstens einen schon. Ja, ich glaube, man, die machen wir immer noch ein bisschen mehr Schaden. Oder? Kommt. Okay. Noch zwei von denen sind weg, ne? Noch mal, ja. Noch zu voll. So, und du auch. Komm her. Leck mich. Am Popo. Der ist immer noch am Leben. Alter, gut. Ja, nicht schlecht. Also drei normale Gegner, ey. Die machen uns so fertig. Mein Bullcrap, ey. Was soll dieser Kraut sein? So ein Rettich? Oder ein Radieschen? Okay, cool. Vier neue Dinger. Das muss ich sagen, ich beende den Part hier, ne? Können dann noch unsere Waffen ein bisschen hochleveln, glaube ich. Haben wir irgendwelche hier Level abbekommen? Ich glaube nicht, ne? Doch, Barrett. Ach ja, die Abrissbier, ne? Sollte vielleicht mal ausrüsten, aufleveln. Natürlich auch nur zwei Dinger, ne? ATB-Aufladung 10%. Hm. Wir nehmen erstmal die Materia-Slots. Alle beide. Oh, das ist cool.
6 Stück. Blöd ist, das Teil ist eine physische Waffe. Und ein bisschen doof ist. Mein Gott. Nein. So, erstmal Angriff hochballern. Dann normale Angriff, ja, ATB Dingens kann man auch nehmen. Wir sind da. Sage meine gute Sache. Das ist auch blöde. Das ist alles blöde. Erlitten magische Schaden beim Blocken minus 10%. Schaden gegen zerstörbare Einzelteile. Ja, warum nicht? Cool. Der hat ja auch sein Dings jetzt gelernt, ne? Ja. Kann man direkt wechseln. Mal tiefer kann man mal gucken, was besser ist. So, 2 Materia Slots mehr. Cool. Frage ist nur, was nehme ich jetzt rein, ne? Alles, was wir ja noch nicht so gemeistert haben, rein. Alles neue, ne? Da war schon einmal TP Boost drin, ne? Aber kann er nicht schaden noch mal, oder? Gebet ist auch noch nicht. Warte mal, ATB Boost, ATB Schock. Ja, diese Sachen, die benutze ich irgendwie nicht, also. Keine Ahnung, so. Und tiefer, ich glaube, ich nehme ja diesen. Kein Wunder, warum sie. Voll wenig Schaden. Ja, das hier hat 5, aber das hier hat 110 Angriff. Guck ich auf Screen nach mit den Materien. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir dann weiter und machen noch einige Aufträge. Ich nehme an, wir suchen die restlichen Schokos, ne, wenn wir schon mal dabei sind. Ich hoffe, wir müssen nicht schon wieder gegen diese Viecher an dem mal wieder kämpfen, ne? Bin nämlich voll dämlich. So, in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Fall gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.